Moin Moin aus Hamburg, heute ein Thema, was mich seit Tagen beschäftigt, was mir quasi seit Tagen oder so langsam bewusst geworden ist und deshalb möchte ich es mit euch teilen, weil ich glaube, dass viele von euch vielleicht auf einem gleichen Weg sind. Es geht um das Thema Essstörung und warum ich glaube, dass ich kurz davor stand, eine Essstörung zu entwickeln. Aus meiner Sicht, wenn man es jetzt rein medizinisch sieht, würde man das wahrscheinlich noch nicht sagen. Aber ich habe jetzt so in der Retrospektive für mich rausgefunden, dass ich eigentlich kurz davor stand, wirklich ein gestörtes Verhältnis zu Nahrung, zu Kalorien zu entwickeln. Ja, ich für mich würde schon sagen, dass ich zeitweise eine Essstörung hatte. Einmal kurz erzählt, warum man überhaupt von einer Essstörung reden würde, wenn man es jetzt rein medizinisch sieht. Das heißt, was sind Indikatoren für eine Essstörung? Oder was ist eine Essstörung überhaupt? Für mich ist eine Essstörung definitiv vorhanden, wenn das Leben des Betroffenen von Essen bestimmt wird. Das heißt, mein Tagesablauf wird vom Essen bestimmt. Meine Beziehung zu anderen Menschen wird von Essen bestimmt. Auch meine Gefühlslage wird vom Essen bestimmt. Ich bin quasi nur auf das Essen fixiert, nicht auf das Nicht-Essen. Also das, was zwischen Mahlzeiten passiert, ist quasi nur ein Nebenschauplatz zu dem, wann es die nächste Mahlzeit gibt, wie sieht diese Mahlzeit aus, wie viel Kalorien hat das, etc. Für mich bedeutet das, wenn ich es mir überlege, eigentlich nichts anderes, als dass die Nahrung, die ich zuführe, darüber erst entscheidet, wie sich meine Körperkomposition in Zukunft entwickeln wird oder aussieht, das heißt, wie viel Körperfett werde ich haben, wie wenig Körperfett werde ich haben, wie viel Muskulatur werde ich haben, etc. Und das weiter gesponnen heißt für mich auch nichts anderes als, dass mein Körper darüber entscheidet, ob ich glücklich bin oder nicht. Und das war jetzt so die Entwicklung, die ich mal in der Retrospektive für mich jetzt ausgemacht habe, dass ich eine Zeit lang wirklich davon abhängig war, wie zufrieden ich mit meinem Körper bin, ja, darüber entschieden hat, wie glücklich ich in meinem Leben bin. Und ich bin zu einem Punkt gekommen, wo ich zum Glück, ich sag wirklich zum Glück, dieses Muster für mich aufgedeckt habe und gemerkt habe, dass es nicht mehr so wichtig ist. Und wie bin ich jetzt darauf gekommen? Einfach, wenn ich jetzt mal wirklich meine Fitnessgeschichte von vorne bis hinten aufrolle und das aufs Thema Essen, Essensaufnahme, Nahrung und Kalorien, Überschuss, Defizit reflektiere, dann kann ich ganz klar sagen, als ich vor, sagen wir mal, ich habe mit Fitness angefangen und habe mich null um die Ernährung gekümmert. Sprich, es war nicht relevant, weil ich es einfach noch nicht für mich, ich habe noch nicht gewusst, wie wichtig das Ganze sein kann. Ein, zwei Jahre später habe ich mich definitiv schon mit Ernährung befasst. Ich wusste langsam, was sind Kohlenhydrate, Fette, was sind Makros etc. Habe aber noch nicht das große Ganze, die Kalorienmenge, die Kaloriendichte in Betracht gezogen, sondern habe einfach nur in gut und schlecht unterschieden. Das heißt, gute Nahrungsquellen, ja, das Clean Eating und schlechte Nahrungsquellen, ja, Transfette, Einfachzucker etc. Alles, was vermeintlich böse ist. Ja. Das war meine einzige Differenzierung. Ein, zwei Jahre weiter, ja, ich habe dann rausgekriegt, dass die Kalorienbilanz oberste Priorität hat, wenn es darum geht, um meine Körperkomposition zu beeinflussen. Daraufhin ging es aber wirklich los, dass ich gesagt habe, okay, ich will aber nur gesunde Nahrungsmittel konsumieren, weil mein Ansatz einfach der war, ich will optimieren, das Beste aus mir rausholen, immer besser werden. Das heißt, mehr Muskeln aufbauen, weniger Körperfett haben. Was beides ja nicht wirklich funktioniert, wie hoffentlich viele wissen. Das war aber mein Ansatz. Das heißt, ich habe ohne Grund, sprich ohne ein Ziel zu haben, meinen Körperfettanteil niedrig zu gestalten oder einen Wettkampf zu bestreiten, Wochen, Monate lang Kaloriendefizit gefahren, das Training trotzdem versucht progressiv zu gestalten, weil ich ja einfach besser werden wollte. Ohne Grund sage ich ganz einfach deshalb, weil es keinen Grund gab, sich so zu quälen und seinen Körper so zu quälen. Ja? Ich habe einfach versucht, so sauber wie möglich zu essen, wirklich sehr, sehr wenig Kalorien in der Anfangszeit
bevor ich es nicht getrackt habe, habe ich es jetzt mal nachgerechnet. Es gab Tage, da habe ich 1000 Kalorien gegessen und wirklich fast nur Protein, ja. Völliger Stumpfsinn und habe mich ja nicht mal gewundert, dass meine Leistungsfähigkeit nicht sonderlich hoch ist. Das heißt, ich habe das wochenlang, monatelang durchgezogen, immer mit so einem kleinen weiteren Hinziel. Dann mache ich einen Cheat Day. Dann werde ich diese Sachen essen, auf die ich dann extrem Gelüste entwickelt habe. Ich habe eigentlich nur darauf hingearbeitet, irgendwann aus diesem Zwang auszubrechen, um für mich, mir zu erzählen, ich hätte jetzt den Grund, ein Cheat Day zu machen, dieses Binge-Eating zu betreiben und wirklich den ganzen Tag diese Sachen in mich reinzustopfen. Das ist Teil meiner Fitnessgeschichte und ich bin auch niemand, der jetzt sagt, das wäre schlimm gewesen, schlecht gewesen. Das ist ja auch Teil dieser Entwicklung gewesen. Aber deswegen würde ich es heute auch niemandem mehr in dem Sinne raten, wirklich einen ganzen Cheat Day zu machen. Ist ein anderes Thema. Wenn, dann macht wirklich ein Cheat Meal, ein Cheat Evening, was auch immer. Check das letzte Video ab, in dem ich erkläre, wie ich das jetzt halten würde, wenn ich cheate in dem Sinne, was ich auch nicht so nennen würde, weil das Thema Flexible Dieting, If It Fits Your Macros, für mich ein Retter war aus dieser Geschichte, ist heute aber nicht das Thema. Und wenn ich jetzt nochmal weiterspringe in der Zeit, dann kam langsam die Entwicklung, dass ich dieses Flexible Dieting entdeckt habe, es kritisch beäugt habe, und mich viel, viel weiter noch in diese Materie reingearbeitet habe. Ja, das ist alles ein Prozess meiner Personal Trainer Laufbahn, meiner Coaching Laufbahn. Ich wollte mehr wissen, auch da. Ne? Also es ist eine Entwicklung vonstatten gegangen, die mir einfach gezeigt hat, dass ich viel, viel nachhaltiger Ziele erreichen kann. Zwar auch langsamer, was aber auch organischer ist, wenn ich aufhöre, in Schwarz und Weiß zu unterscheiden. Und wenn ich aufhöre, meine Körperkomposition als Indikator dafür zu nehmen, wie glücklich ich sein kann mit dem Wachstum und dem Fortschritt, den ich in meinem Leben generiere, sei es mein Körper, sei es meine geistige Entwicklung, sei es meine berufliche Entwicklung. Das ist alles eigentlich wirklich unabhängig von meinem Körper. Unabhängig in Klammern, weil ich natürlich, da ich als Fitnesstrainer, als Coach arbeite und auch hier bei YouTube sozusagen mich als Person darstelle, schon auch meinen Körper nutze, um Sachen zu demonstrieren. Weil ich natürlich auch an meinem Körper zeige, wie man ihn transformieren kann. Von einem höheren Körperfettanteil zu einem niedrigeren, von weniger Muskulatur zu mehr Muskulatur. Also überlegt euch mal ganz kurz, ist eure Körperkomposition, also primär euer Körperfettanteil, wenn ihr ehrlich seid, ein Faktor, ob ihr glücklich seid oder nicht? Und wenn ihr ganz ehrlich seid und das auch nur mit 50% vielleicht mit Ja beantworten würdet, dann denkt mal über diese Thematik nach. Ich denke, einer der Gründe, warum ich diese Tendenz jetzt viel mehr ausmache, ist der, dass dieser Fitness-Lifestyle immer weiter wächst, was ich sehr, sehr positiv finde, weil das Bewusstsein für deinen Körper einfach steigt, also in der Bevölkerung steigt. Es werden immer mehr Leute, die Fitness betreiben, auch Bodybuilding betreiben und dadurch natürlich auch ihre Gesundheit verbessern werden auf kurz oder lang und mit den Sachen, die daraus resultieren. Aber es ist auch eine große Gefahr da, dass aufgrund dessen eine Störung oder eine verzerrte Wahrnehmung oder Beziehung zur Nahrung entsteht. Ich hoffe, dieses etwas unkonventionellere Thema und Video hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt in die Kommentare, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Lasst uns austauschen. Checkt auch die Facebook-Seite aus, die Snapchat-Accounts. Wir sind jetzt bei Facebook viel aktiver. Wir freuen uns, wenn ihr da reinschaut. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.